du schmeißt das weg. Onkel Billy und ich, wir sehen das wirtschaftlich. Wir holen uns dein Scheiß, verkaufen den zum Wucherpreis. Was nicht mehr geht, wird schnell repariert, recyceln alles garantiert. Na hör mal, das ist doch kein Müll. Wir sind die Bahn Finders, wir wollen in deine Scheune. Die Bahn Finders, Netflix ohne jede Bräune. Dein Schrott, den nehmen wir und dein Schraub nehmen wir zusammen. Was? Klar, das ist neu. Die Bahn Finders und wir wollen in deine Scheune. Die Aliens finden's angenehm, wir sind die Bahn Finders. Yeah! Kann ich die denn einfach so? Ich nehme mal den Stuhl mit. Machen wir es doch mal ganz experimentell hier. Das hat gar nicht funktioniert, okay. Das ist schlecht. Dann muss ich von hinten rein. Dann kann ich auch nur von hinten rein. Aber hier ist ein Tor. Und etwas blockiert diese Tür. Ha, nee, muss ich jetzt die Map nochmal neu laden? Damit ich... Habe ich jetzt noch genug, was ich noch nicht zerkloppt habe? Ah, jetzt wird es natürlich knifflig. Jetzt wird es knifflig. Doch, ich habe ja noch die Kisten. Ich komme ja eh aufs Dach. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich wieder Panik geschoben. Ohne Grund. So, dann rein hier hinten. Hoppa. Oh, fast ein Malheur passiert. Aber... Hier, so, und jetzt rot und rot. Jetzt passt mal auf hier. Das ist rot. Und funktioniert überhaupt nicht. Wie zum... Ist das ein Poster? Ja, ist schön. Hier ist Moonshine. Vielleicht trinke ich auch jetzt einfach mal den Moonshine. Lass mir gut gehen. Und dann gucken... Oh, wertvoller Müll. Ein Messer? Lizardmen are behind everything. Na klar. Okay, na dann, Oh. Ah, Delirium Theater. Ach du Scheiße. Ist das nicht der Dream Billy? Und ein Alien und ein Bär? Ich hab gar nichts verstanden, aber ich glaube, dass unser Onkel mies irgendwie mit drin hängt. Ist unser Onkel vielleicht ein Alien? Stammen wir auch von Aliens ab? Ist es das, worum es hier geht? Und im Übrigen, jetzt bin ich ja hier reingejumpt, ne? Das heißt, ich komme ja wenigstens wieder raus. Hier, das müsste jetzt ja aufgehen. Ha! Oh! Ich glaube, ich habe aus Versehen die Bienen berührt. Auch wenn ich es vielleicht nicht wollte. Habe ich es doch tatsächlich getan. Aber wie werde ich denn jetzt die Bienen los? Was ist denn hier jetzt das Problem? So, ich gehe jetzt nochmal hier rein. So, so, so. Zack. Geht es vielleicht um die Propangasflasche? Warum sind diese Bienen rot? Ich check's nicht. Warum sind... Tag des jüngsten Gerichts, na klar. Aber warum... Warum sind die Bienen rot, wie... Ich kann jetzt erstmal das, Moment mal. Okay, das kann ich alles zerkloppen. Hier erstmal aufmachen. So, das ist erstmal gut, dann ist hier offen. Dann mache ich hier erstmal alles sauber, sauber, sauber. Denn aufs Dach komme ich eh, das kann ich hier also alles weghauen. Ich brauche nichts mehr, womit ich mich höher boosten kann. So. Was ist jetzt hier das Bienenproblem? Mit Licht können wir da gar nichts machen, ne? Die Schaufel hilft mir 0,0. Kann ich von hier? Oh, ich habe schon mal aufgemacht, aber auch das ist nicht sonderlich hilfreich. Aber war das nicht irgendwas mit Farben? Das war doch irgendwas mit Farben. Erzähl mir doch nichts. Aber was war es denn mit den Farben? Nee. Ja, null vorbereitet, der Mann. Null. Das auch, hier ist auch nur noch Müll drin. Ja. Da klopp ich auch noch mal rein. Stellt euch mal vor, bei euch in der Nachbarschaft hängt einer an den Mülltonnen und springt immer hoch und schlägt mit der Axt. Gut, muss reichen. Viel mehr brauche ich auch nicht. Hier ist nichts drin. Agent steht da hinten immer noch wie angewurzelt. Da ändert sich gar nichts. Hier haben wir auch nochmal alles leer. So.
Was ist jetzt das Ding mit den Bienen? Kann ich einfach mal hier so ein Brett ein? Ja. Nee. Hilft nicht. Null. Überhaupt nicht. Nur bedingt. Das auch mal kaputt machen hier. So. Wie komme ich? Ich muss ja nur in einen Eingang rein. Jetzt blocken die mir das auch alles ab. Jetzt hätte ich da nicht reinschmeißen sollen. Jetzt blocken die mir ja den Eingang. Gibt es etwas, was ich mir jetzt bei Mikos kaufen kann? Vielleicht? Oh, da habe ich noch gar nicht geguckt, ne? Was ich mir bei Mikos kaufen kann? Oh, warte mal. Gelb. Ich habe eine Trompete gefunden, ne? Kann ich die wieder ausladen? Ja, kann ich. Wo ist denn die? Habe ich nicht mitgenommen? Doch, hier. Aber die... Die kann ich wieder rausnehmen, ne? Gegenstände ist auf der... Das Entladen von Gegenständen ist nicht möglich. Okay. Das ist ein Problem, weil... Hier kann ich auch nichts Neues kaufen. Was ist das Ding? Moment mal. Damit wir jetzt hier nicht ewig versauern. Ja? Mache ich jetzt das erste Mal... Werde ich jetzt mal live googeln, was hier das Problem ist. Und zwar Barnfinders Bees. Leute, ich erinnere mich gerade, es gibt ja hier auf F1 ein Tutorial. Vielleicht steht ja da was. Ja! Du kannst keine Gegenstände hinter unruhigen Bienen verwenden. Du kannst die Bienen vernichten, indem du den Bienenstock zerstörst, der die gleiche Farbe wie sie hat. Ich suche also nur nach dem Bienenstock. Ja, wo zum Geier ist der denn? Okay, das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Wo könnte der Bienenstock sein? Ich suche also nach dem Bienenstock und zwar nach dem gelben und nach dem roten. Hier scheint er ja bis jetzt... Oh, nee, ich bin zu weit gesprungen. Ich gehe nochmal aufs Dach. Also ich suche nur nach dem Bienenstock, das war's schon. Und wenn ich den gefunden habe, dann knallt's ja aber. Wo ist denn der Bienenstock? Bienenstock, Bienenstock. Wo ist denn der Bienenstock? Der blöde Bienenstock. Wo ist denn der Bienenstock? Bienenstock, Bienenstock. Onkel Billy sitzt einfach da drin. Junge Onkel Billy, wie hast du es denn da reingeschafft? Könntest du nicht einfach mal vorher rauskommen? Das würde sich brutal oder mach halt wenigstens mal die Bienen kaputt. Mann, wo ist denn? Wo ist denn der Bienenstock, der blöde Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, der blöde Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock? Hier ist was zu buddeln? Oh, was ist das denn? Okay, hier werde ich mal buddeln. Aber der Bienenstock ist ja wohl... Es sind ja wohl keine Erdbienen, oder? Nee, ist noch ein Metronom, das nehme ich mit. Hier ist nichts mehr zu buddeln, auch nichts mehr zu buddeln. Ja, wo ist er denn? Wo ist denn der Bienenstock, der blöde Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, der blöde Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, der blöde Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, der blöde Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, Bienenstock, Bienenstock? Wo ist denn der Bienenstock, der blöde Bienenstock? Moment! Ich hab's gefunden! Es gibt den Smoker! Wow! Leute! Ich hab gegoogelt! Und mir fehlt ein wichtiges Detail, auf das ich so ohne weiteres nicht gekommen wäre. Passt mal auf jetzt. Wir können das Problem lösen. Ich drücke mal F1. Und dann gibt es hier diverse Tutorials. So, wenn man sich die anguckt, denkt man sich, ja, kennen wir alles. Das da ist neu, habe ich anscheinend übersprungen, ich weiß auch nicht. Verwenden Sie das Hühnersonar, um nach schwer zu findenden Gegenständen zu suchen. Halten Sie die primäre Aktionstaste Glück umso weiter. Also es gibt quasi ein Sonar, was ich benutzen kann. Das ist auch zusätzlich in diesem DLC. Den Verkaufsstand, dieses Tutorial haben wir bekommen, das habe ich auch regelmäßig genutzt. Und dieses Tutorial, ich weiß nicht, wo das war, vielleicht habe ich es geskippt, wahrscheinlich habe ich es geskippt, weil sonst, egal. Es gibt einen Bee-Smoker und der beruhigt Bienen. Und zwar für eine bestimmte Zeit unter der Prämisse, dass er Holz benutzt. So, und jetzt fragt ihr euch zurecht. Wo ist denn jetzt dieser Bee-Smoker? Naja. Welcome. Wenn man bei Mikos reingeht, denkt man sich, hier ist ja schon alles weg, hier kann man nichts mehr kaufen. Weit gefehlt. Denn
unseren Spinnensinnen fällt dieser kleine Balken hier auf und da denkt man sich, ah, was für ein Balken, ach, der ist noch nicht zu Ende. Der ist noch nicht zu Ende, der Balken. Und dann scrollt man runter und entdeckt die Scheiße. Da ist es, da ist dieser blöde Beastmoker. Und ich suche hier eine halbe Stunde völlig sinnlos. Also Beastmoker kaufen und zwar auf dem maximalen Level hier. Und jetzt gucken wir doch mal. Ach, und jetzt kriege ich übrigens auch den, den Hinweis, dass ich ihn benutzen kann. Am Arsch! Wie wir hier in den Bahnfinders sagen. So, jetzt mache ich nämlich diesen hier. Puff! Und puff! Und bin drin! Das ist das Ding! Das war alles! Ich krieg die Krise! So! Dann spielen wir jetzt mal ganz entspannt weiter. Was gibt's denn hier in dem Bahn-Diner? Ich werde natürlich wieder alles... Alles mitnehmen. Und dieser Beastmoker kommt gerade wie gerufen, denn ich habe 750 Holz. Das wird wirklich ein Kinderspiel, das hier an den Mann zu bringen. Also da kann ich wirklich smoken, bis ich high bin. Und irgendwie sind Musikinstrumente hier ein Ding, ne? Eine schöne Posaune, die nehme ich mit. Da sind auch nochmal Bienen. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja auch nochmal hier ihr wisst schon, was ich meine. Den Bienenstock zu finden. Oh, Gebille! Hey, Jungchen! Kannst du den Stachel aus meinem Bauch entfernen? Nö. Obwohl, doch, warte. Hey, ich hatte ja mal ein Date, wie du siehst. Das war nicht sehr erfolgreich. Naja, Onkel Billy, also... Ich weiß ja nicht, wie es um deine Frauengeschichten steht, aber Dukes Mom hast du ja auch irgendwie ein bisschen vernascht. Also, so schlimm kann es nicht gelaufen sein. Kann ich dich ein bisschen... Falsches Ziel. Schade, ich kann Onkel Billy nicht wegsmoken. Oh, okay. Wow. Hier gibt es ja eine ganze Menge zu holen. Aber ohne Scheiß, ne? Ohne dieses Tutorial musst du erstmal drauf kommen, dass du diesen Smoker brauchst. Junge. Aber nun ist es ja alles okay. Nun ist ja alles gut. Und ich kann auch noch dieses so nachkaufen, mit dem ich dann Sachen holen kann, die sehr, sehr teuer sind. Aber ich glaube, oder lehne mich mal weit aus dem Fenster, das schaltet mir die Dinger ja nicht frei, sondern zeigt sie mir nur. Und da kann ich ja dann auch einfach... Oh, der Moonshine Rider. Da kann ich ja dann auch einfach selber nachsuchen. Also klar, man hat dann Sonar, man kann gucken, wo es piept und dann holt man das weg. Aber wer braucht das schon? Delicious G Missing last seen performing the best song in the world at Mikos Diner Barn. Ein Duo fehlt hier? Wo sind die zwei denn? Please wait to be seated. Ja, nö, ich gehe da trotzdem hin. Oh, ein Hut. Hier was? Billy the Kid? Oh, Onkel Billy? Fragezeichen? Man weiß es nicht. Hier ist ein Jukebox. Brauchst du einen Tipp? Stell eine Playlist mit 5 Songs zusammen, Kiddo! Okay. Also hier gibt's ja... Und dann portet er sich wieder dort hinten hin. Gut. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich irgendein Rätsel lösen, wahrscheinlich, ja? Wahrscheinlich? Habe ich jetzt auch sehr oft gesagt, wahrscheinlich? Und dann gucke ich mal. Hier ist auf jeden Fall auch noch eins. Da steht auch eine. Da steht eine Zahl dran. Eine 7. Das kann ich auch kaputt klonken. Okay, das ist gut. Nehme ich doch an mich. Ist doch alles kein Problem. Da steht eine 7 dran. Da steht eine 2 dran. Da steht eine 3 dran. Hier ist wahrscheinlich auch noch was drin. Dann nehme ich mal den Schmoker, um aufs Klosett zu kommen. Aha! Und puff! Und jetzt sind sie weg. Und die da vorne sind auch weg. Ja, easy. Dann habe ich jetzt die ersten Bienchen entfernt. Das ist ja ein Traum. So. Hier ist auch noch ein Rekord. Was steht da drauf? Eine 5. Und zwar Alan Alien Lady. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Noch eine Bassgitarre. Okay. Und ein Country Music Festival Poster. Und hier ist nichts. Auch nichts im Klo. So, also wir haben die Alien Lady auf der 5. Was? The Red Pickup auf der 4. Dann haben wir hier eine 3. Das ist Moonshine Rider. Also Moonshine Rider. Dann Red Pickup, dann Alien Lady. Moonshine Rider, Red Pickup, Alien Lady. Fehlt doch noch einer. Irgendeinen habe ich doch... Was ist das denn hier? Sieht aus wie Teleporter. So. Ja, an hier. Und ich suche ja auch noch nach einem Schlüssel. Nee, auch nicht.
Machen wir hier alles auf, denn ein Schlüssel wäre ein Traum. Oh, das ist eine Kaffeemaschine, die nehme ich natürlich. Da will ich auch gerne mal hier so ein altes Diner. Oh, die stehen hier ja alle, die kann ich alle wegnehmen. Piu, 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 piu. Hör auf jetzt. So, tschüss. So. Hier ist auch noch Kids Sandwich. P&B Sandwich Grilled Cheese with Fries. Cheeseburger with Fries. Spaghetti Chicken Straps. 200 ist voll teuer. Gut. Da prügeln wir das gleich weg. Den Kapitalismus hier mal rausgehauen. Wortwörtlich. Tschüss, 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 tschüss. Was gibt's noch? Was gibt's noch zu holen? Eine Menge zu recyceln, aber ich mach's doch gern, weil das bedeutet Zaster für mich. Wäre das mal im Leben so einfach, ne? Müll, zack, boom, anklicken und rein Geld ins Portemonnaie. Aber gut, ich meine, immerhin kann man den Feind einsammeln. So. So. So viel dazu, nehme ich an. Dann müssen wir hier nochmal einmal rein. Kein Schlüssel. Haben wir noch einen Poser, ist auch schön. Hier gibt es noch was zu recyceln, hier auch. Onkel Billy will mir einen Tipp geben, aber den nehme ich natürlich nicht an. So, dann haben wir hier noch den Rest vom Schützenfest. Hier unten liegt irgendwas. Der Staubsauger XT100 Guy. Okay. Schlüssel für den Container. Und ich könnte wetten, dass ich im Container irgendetwas Wichtiges finde. Beispielsweise so eine Platte, die mich hier weiterbringt. Könnt ihr das... Oh, ein Hase im Kühlschrank. Soll ich dir mal einen echten Hasen zeigen? Der ist in meinem Kühlschrank. So, dann raus hier. Puff. Dann gehe ich mal vorbei. Die Bienchen schlafen. Und dann gehe ich hier ran. Agent, Agent, ich mach mal deinen Job hier. Oh, ein Piano. Ein elektrisches, das ist schön. Den, den Bienenstock, den roten, den finde ich jetzt hier natürlich nicht, wie es aussieht. Aber immerhin genug Loot. Und das ist gut. So, jetzt zurück. Den kleinen Smoker hier. So, püff. So, dann hier nochmal den Rest zerprügeln. Und dann geht es wahrscheinlich ans Jukebox-Rätsel. Und irgendwie sind ja auch noch zwei Leute hier vermisst. Und Onkel Billy hat auch irgendeine Geschichte hier in dem Teil, ne? Vielleicht ist der wirklich Billy the Kid, ne? Wir wissen es ja nicht. Kann ja sein. Vielleicht ist der früher hier wirklich oft hergekommen. Da gab es noch keine Bienen. Das hier hängt nur da. Okay, okay, okay. Fertig. So. Jetzt kommen wir ans Eingemachte. Ich will mal noch keinen Tipp. Oh, gib mir Geld. Sammelobjekt. Okay, die Kasse nehme ich natürlich mit. Klar. Das nehme ich auch mit. Nichts wird vergessen. So, was kann ich... Oh. Aha. Ne, Moment mal. Das wollte ich nicht. Wie kann ich den denn? Eins. Ich kann den eine Reihenfolge geben. Okay. Ja, dann muss ich doch aber die Eins finden, oder? Also ohne die kann ich ja nicht anfangen. Weil. Oder geht's nur um die Reihenfolge hier? Weil das hier ist die Vier. Kann ich die einfach schon mal als 4 einstellen? Ne, das geht gar nicht, ne? Ich brauche die komplett richtige Reihenfolge. Uff. Aber ich habe ja nur Rednecks Rock'n'Roll. Ach, der Rednecks Rock'n'Roll ist die 1. Okay, 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 okay. Rednecks Rock'n'Roll. So, wo ist die 2 gewesen? Das ist hier. Das ist Billy the Kid. Okay, okay, okay. Billy the Kid kriegt die Nummer 2. Dann haben wir die Nummer 3, hängt nicht hier, die hängt hier, ne? Ja, genau. Die Nummer 3 ist Moonshine Rider. Dup, 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 blup. Dann haben wir den Red Pickup auf der 4 und den Alien Lady auf der 5. Das speise ich nochmal ein. Red Pickup auf der 4, Alien Lady auf der 5. Ja, aber mehr habe ich nicht, ne? Ich probier's einfach mal. Oh, ich hab hier... Das ist tatsächlich ein Teleporter. Ich hab hier was ausgelöst und... Soll ich meine Hand ausstrecken? Wer würde es nicht tun? Oh. Hab ich mich in den Keller teleportiert? Onkel Billy, wusstest du davon? Der wollte mir immerhin...
Ey, ey, ey. Und da ist das. Ah, tschüss. Macht's gut, ihr Bienchen. Hier haben wir nochmal ein Synthi. Und was ist das hier? Zerstörbares Objekt? Jetzt habe ich einfach die Disco-Kugel geschrottet. Oh, Disco Gym and Fitness Join Today for 5% off Aerobic Dancing and Bodybuilding. Okay, hier ist also die Disco. Was ist hier? Testosterone, Best Workout Music to Activate Available Now. Ja, das würde ich mir auch gerne ballern. Fit you are. No, thank you and right you are. Das war's hier. Den Rest nehme ich an mich. Oh, was ist das denn? Das Mikro-Burger-Rezept. Na klar, weswegen ich doch eigentlich hier bin. Fast vergessen bei dem ganzen Umwand mit den Bienen. Oh, wir haben alles gefunden. So. Weg das Ding. Eine Sache gibt's hier noch. Es gibt noch ein... Ah. Das Mikro-Mikro. Das Mikro-Mikro. Ich habe alle Gegenstände gefunden. Das ist ja mal sahnig gelaufen. Hat mich ja aber auch bis jetzt die weiße Zeit gekostet. Ja. Da machen wir doch jetzt hier keine lange Pause. Hier wird nicht lange geschnackt, sondern zurückgejagt. Abfahrt, alles gefunden. Nee. Oh, Sammelobjekte 11 von... Sammelobjekte 11 von 12. Ha, 11 von 12. Was könnte es noch sein? Ist hier noch ein Fröschchen? Irgendwas, was ich vergessen habe. Da liegt noch ein bisschen Zeug hier oben drauf. Aber ansonsten ist doch hier alles leer, oder? Na, ein Sammelobjekt ist natürlich Cheat, wenn ich das vergesse, weil das ist ja immer was zum Craften, meine ich, ne? Ah, no. Wo könnte das nur sein? Hängt es irgendwo? Es muss ja bestimmt so ein Frosch sein oder so. Bestimmt ist das so ein Frosch oder irgendwas in der Richtung. Vielleicht taugt der auch nur auf so einem... Na, nee, was soll denn das? Ist da oben vielleicht? Nee, da ist auch nichts drauf. Hei, hei, hei. Nehme ich mit. Hier kann ich noch kaputt machen. Für nüscht und wieder nüscht. Ist noch irgendwas am Pfeiler, was ich noch mitnehmen kann? Nee, nee. Das lässt mich, Fragen zurück, aber ich lasse es auch Fragen zurück. In diesem Sinne, tschüss und bis bald, kleine, wie hieß es, Dinobarn. Tschüss, auf Wiedersehen. Jetzt wird aber richtig dick Business gemacht, da könnt ihr aber einen drauf lassen. War das gut. Mit nur kleinen Verzögerungen, aber hey. Ah, das passiert doch mal. Das passiert doch mal. So, habe ich jetzt hier... Hallo? Komme ich auch zurück? Ja, es lädt, Gott sei Dank. Gott sei Dank lädt es, oh Gott. Oh, wenn das Ding jetzt abscheißt, das wäre natürlich nicht so schön. Oh, okay, Billy, pack mal rein hier den Scheiß. So, und ich gehe schlafen. Und kann hier ja auch noch ein bisschen einen rein designen, ne? Ja, und so viel kostet das doch nicht. So viel kostet das doch nicht. Machen wir mal einen netten Holzboden hier. Und noch eine nette Holzwand. Zack, so kann man das auch anbieten. Und ab rein in die Haier. Schweichen. Ah, Dienstag, 7 Uhr. Pünktlichst werde ich gerufen. Und ich mache jetzt meinen Shop auf und sage rein hier mit den Leuten. So, Wolfgang, du bleibst auf jeden Fall erhalten. Du bist unverkäuflich. Tschüss. Und dann geht's ran. Und dann gucken wir doch mal, jetzt muss ich doch so viel Stuff haben, den ich so gewinnbringend verkaufen kann. Hör auf. 100! 100 kosten ganzes Schlagzeug-Kit. Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist viel zu... Bobby Gray! Na? Ein Hut? Du hast doch schon einen. Nimm mit. So, dann können wir jetzt ja uns alles zusammensparen, dass wir am nächsten Bieter-Event teilnehmen können. Denn das nächste Bieter-Event kostet ja 8000 Ocken. Das ist brutal viel. Und die E-Gitarre hier, die ist natürlich nicht so viel wert, aber die kommt hier erstmal ran ans Regal. Was haben wir noch? Ich würde das gerne mal zum Herausnehmen des Gegenstandes. Jawohl. So, der Tag des jüngsten Gerichts. Also, eine Propangasflasche kostet 480 Latten? Also, kann ich nachvollziehen, aber das Schlagzeug nur ein Huni? Das ist viel zu wenig, das ist viel zu güni.
So, die Bassgitarre kostet weniger als die normale E-Gitarre, aber ist okay. Ich bin jetzt langsam ein richtiger Musikladen hier. Ich habe so viele Musikinstrumente hier rausgeholt, ist ja nicht schlecht, ne? So, das Ding hier. Nur 200 für ein E-Piano, jetzt wird's aber. Nee, jetzt wird's kriminell. Da zahlst du einen Taui für. An den richtigen. Oh, ja, ich würde gerne die Propanflasche kaufen, aber ich würde mich damit auch gerne in die Luft jagen. Kannst du? Es sei dir gegönnt, aber nur zum maximalen Preis. So. Weil für dein Ableben musst du schon das meiste bezahlen. Tschüss. Sehr schön. So, Bobby Gray. Du hättest gern die Bassgitarre, um ein bisschen UFO-Pop zu machen. Kriegst du. Aber nur für einen guten Preis. Tschüss. An dieser Stelle. Was gibt es noch? Was habe ich noch? Eine Trompete. Wo kommt die denn hin? Die kommt medium. Die kommt hier ins Regal. Dann, und ich würde gerne, dass man das so ein bisschen, also ihr wisst, ich mache das gerne hier, das Ausladen, ne? Dann guckt man sich das Item nochmal an, schaut, wo es hin muss. Ich hätte nur gerne irgendwie die Möglichkeit, das vielleicht ein bisschen zu verschnellern. Hallo! Du willst ein Schlagzeug haben? Na klar. Kannst du kriegen. Da machst du mal ein bisschen Boom, Boom, Bang, Bang zu Hause. Nimm mit. Tschüss. Die feine Dame hat Interesse. Habe ich hier einfach Musiker in der Nachbarschaft? Das wird ja ein Traum. Habe ich noch was? Na klar, hier. So, noch eine Bassgitarre. Die kommt auch wieder hier ran. So. Ist aber auch ganz cool. Ne? Das muss ja auch bei normalen Leuten, die das in Amerika wirklich so machen, mit Garagen aufkaufen, muss das ja wirklich so sein. Ja, dass die dann so thematisch wirklich ganz viel von einer Sorte haben. Sagen wir mal, da hat irgendwer, keine Ahnung, also antike Holzmöbel gehortet, dann gibt es halt mal für eine Woche nur noch Möbel zum Verkauf. Und dann gehst du da hin und machst den Reibach. Nimm mit, das Goldding. So, ich hab's für 250 gekauft und 400 im Verkauf. Das lohnt sich immens. So, da sind wir doch schon fast bei unseren 8000. Nochmal ein Metronom. Also für 22 Latten ist das wirklich ein Schmutz, ne? Das hätte ich auch da lassen können. Ha, na gut, aber bei wem vielleicht das nicht mehr ordentlich tickt, kann sich so ein Metronom hinstellen, das ist alles wieder gegessen. So, ich hab jetzt keinen Platz mehr dafür. Agent! Hast du etwas Verdächtiges gesehen? Nein, ich möchte nur, dass du dieses verdammte Piano kaufst. Lang dazu. Schöner Laden. Ja, hast du recht. Und jetzt kauf was ein, du Schwein.